Du zockst gerne und fragst dich, was du mal beruflich machen könntest. Vielleicht wäre das Entwickeln von coolen Games was für dich. Was man dafür können muss und wie man eigentlich Spieleentwicklerin oder Spieleentwickler wird, das habe ich mal ein paar Leute gefragt, die uns da wirklich Antwort drauf geben können, weil sie das nämlich schon als Job haben. Los geht's! Sophia, Katrin und Maike arbeiten bei Studio Fizzbin. Das ist ein Game-Studio mit Sitz in Ludwigsburg und Berlin. Und da entwickeln die mit ihren Teams unterschiedliche Games. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz selbst vorstellen. Also wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so? Ich bin Sophia, ich bin Game-Designerin. Das heißt, ich überlege mir, was macht man in einem Spiel. Ich helfe auch ein bisschen damit, das umzusetzen. Hallo, ich bin Katrin, ich arbeite als Spieleprogrammiererin. Das heißt, ich übersetze die Konzepte, die Sophia sich ausgedacht hat, in Computersprache. Das könnte zum Beispiel sein, ich drücke beim Spielen X und dann soll die Spielfigur springen. Das erkläre ich dem Computer. Ich bin Maike und ich arbeite als 2D-Artist bei Studio Fizzbin. Das bedeutet, dass ich Konzeptart mache, Illustration, aber auch Animation, also alles, was mit der visuellen Gestaltung von unseren Spielen zu tun hat. Jetzt würden wir natürlich alle gerne mal sehen, wie das so aussieht, was ihr da so macht. Könnt ihr uns mal ein paar Beispiele zeigen? Tierärztin oder Lehrerin, das sind so Berufe, die ganz oft als Traumberuf von Mädchen im Kindergarten genannt werden. Spieleentwicklerin habe ich da jetzt noch nie gehört. Wie seid ihr denn darauf gekommen und gab es dafür irgendwie einen bestimmten Auslöser, dass ihr Spieleentwicklerin werden wolltet? Ich wusste relativ spät, dass ich Spieleentwicklerin werden möchte. Ich wollte eigentlich unbedingt Medizin studieren. Das ist ja so eine Sache und ich habe dann in die Richtung aber ein paar Praktika und Ausbildungen und so weiter gemacht und habe dann festgestellt, das ist vielleicht doch nicht das, was ich ein ganzes Leben lang durchhalte und bin Zeitglattwächter, während ich dort so ein bisschen gezweifelt habe. Bin ich auf ein Spiel gestoßen, Edna bricht aus, heißt das von Idyllic, was jemand als seine Art Abschlussarbeit gemacht hat. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil es einfach, der hat quasi alles dort selbst gemacht und das hat mich, ich war einfach super neidisch, weil ich dachte, was ist das für eine coole Arbeit? Man kann irgendwie eine Geschichte schreiben, man kann zeichnen, man kann programmieren. Mit Programmieren hatte ich nicht viel zu tun, aber ich mochte tatsächlich Mathe sehr gern. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, cool, das vereint ganz viele Dinge, die mir Spaß machen und man muss sich nicht für eins entscheiden, sondern ja, kann wirklich so ein ganzes Produkt theoretisch auch allein herstellen und hat eben ganz sehr viele Aspekte, an denen man arbeiten kann. Worin muss man denn besonders gut sein, um Spieleentwicklerin zu werden? Und was ist eigentlich der Ausbildungsweg dahin? Das unterscheidet sich bei uns dreien natürlich etwas. Also als 2D-Artist sollte man schon ganz gut zeichnen können oder sich zumindest mit Licht und Räumlichkeit auskennen und irgendwie ein Gespür für Bewegung haben, um zu animieren. Aber vor allem ganz, ganz viel üben, um eben immer besser zu werden. Und gute Noten in der Schule braucht man dafür nicht. Gegen dem Bild, was viele so von Spieleentwicklung haben, muss man dafür nicht immer nur im Keller ganz allein sitzen und ein Mathe-Genie sein. Vielmehr braucht man logisches Denken und man muss manchmal so richtig Detektiven spielen, um die Fehler zu finden, die in den Spielen sind. Und man muss auf jeden Fall teamfähig sein, weil man kommuniziert ganz, ganz viel, um rauszufinden, was soll denn überhaupt im Spiel passieren. Das muss ich halt wissen, damit ich das so programmieren kann, wie sich die Game Designerin das ausgedacht hat. Damit am Ende auch alles zusammenpasst. Als Game Designer muss ich tatsächlich vor allem mich in viele Dinge reindenken können. Ich muss jetzt weder mega gut zeichnen können, noch mega gut programmieren können. Das machen die Artists und die Programmierer. Aber es ist zum Beispiel schon wichtig, so zeichnen zu können oder so Skizzen zu machen, dass andere Leute verstehen, was man im Kopf hat. Als Game Designer denkt man sich ja Dinge aus, die sind dann im Kopf und dann will man aber am Team daran arbeiten. Ich habe zum Beispiel studiert
Ja, es gibt viele Wege, zum Game Design zu kommen. Also gerade früher, als es noch nicht so viele Studiengänge gab, aber jetzt denke ich auch noch, gibt es auch einfach Quereinsteiger. Viele, in meinem Fall, ich habe Game Design studiert in Berlin an der HTW. Ich habe dafür zum Beispiel mobile Medien studiert. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Studiengänge, die irgendwas mit Informatik zu tun haben, mit denen man dann am Ende Spiele programmieren kann. Oder man kann auch eine Ausbildung machen. Zum einen kann man einfach eine ganz normale Fachinformatik-Ausbildung machen. Oder es gibt auch tatsächlich in Deutschland schon einige Ausbildungen, die Fachinformatik speziell für Spieleentwicklung anbieten. Ich war an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart und habe audiovisuelle Medien studiert und bin dann eigentlich eher in Richtung Animationsfilm gegangen und jetzt erst seit so 2,5 Jahren in der Spielebranche angekommen. Was macht euch denn an eurem Job am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht tatsächlich das Arbeiten im Team, würde ich sagen, weil man, gerade zumindest bei uns, man hat relativ kleine Teams, also was weiß ich, so um die 7-8 Leute, bei größeren Projekten dann auch mal mehr, aber man steht sehr viel im Austausch mit den Leuten und arbeitet zusammen auf ein Ziel hin. Und am Ende hat man tatsächlich ein Produkt in der Hand und man sagt, da bin ich stolz drauf, das sagt was aus. Das können andere Leute jetzt sehen und das ist jetzt da und das gab es vorher nicht. Und das ist für mich so das Coolste daran. Am meisten Spaß macht mir die Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen, weil wir einfach ein echt cooles Team sind und viel miteinander reden, viel miteinander mieten und uns austauschen. Und dadurch, dass wir so ein relativ kleines Team sind, hat jeder einzelne von uns viel Verantwortung. Und das ist auch das, was mir viel Spaß macht. Man hat das Gefühl, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von uns ganz viel beiträgt zu dem Spiel, was wir machen. Wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und sich so denkt, vielleicht wäre der Job auch was für mich. Was würdet ihr denn dieser Person raten? Kann man das Spieleentwickeln denn mal irgendwo ausprobieren? Da kann ich euch auf jeden Fall raten, probiert es einfach mal aus. Es gibt total viele Online-Tools, mit denen ihr einfach mal gucken könnt, ob euch das Spaß macht. Schaut euch vielleicht mal Bitsy an, schaut euch Twine an, versucht ein eigenes Roblox-Game zu machen, das ist auch gar nicht so schwierig. Einfach mal ausprobieren, wie weit man kommt. Es gibt total viele Tutorials online, die man einfach mal nachmachen kann, um zu gucken, macht mir das Spaß? Oder guckt mal, ob ihr vielleicht Vereine findet, die sowas anbieten. Hier in Stuttgart gibt es zum Beispiel den Verein Ready to Code, der teilweise Workshops anbietet. Guckt vielleicht mal die Hacker School an oder Jugendhackt. Macht an einem Game Jam mit und probiert euch einfach mal aus. Viele weitere Infos und hilfreiche Links rund um das Thema findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank euch drei schon mal für die Antworten zum Thema Berufsspieleentwicklerin oder Spieleentwickler. Ich habe den drei aber noch ein paar mehr Fragen rund um Gaming gestellt und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren.